Moin Moin und hallo, ihr wisst, was passiert. Wilbald will weiter wildern in Elden Ring Shadow of the Erdtree. In der letzten Folge haben wir den Drachen besiegt. Jetzt wollte ich nochmal schauen, erstmal meine Seelen zurückholen. Und dann wollte ich nochmal schauen, ob ich eventuell bei diesem endlosen Loch doch nochmal was übersehen hatte. In meiner Erinnerung war ich da schon. Und bin da auch runter. Ja, jetzt hört doch mal auf. Ich hatte mit euch, wollte ich jetzt gar kein Beef mit euch, ehrlich gesagt. Ich wollte erstmal meine Seelen zurückholen. Die waren nämlich gar nicht so ohne. Da. Oh, neben den. Ja, okay. Der bewacht meine Seelen. Danke fürs Aufpassen. So. Dieser Wolf hier, dieser schäbige alte Hund. So. Ey, du lebst ja noch! Ah! Angetäuscht. Oh, wie viel kommen denn von denen? Mann! So, Schluss jetzt. Ich wollte mit euch mich gar nicht abgeben. Ich wollte dieses Loch einmal untersuchen. So, wo ist jetzt hier der... Wie war das denn noch? Oh, nein, 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 warum ist mir das passiert? Ich kämpfe! Nein! Nein! Nein, 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 da geht's nämlich, da. Oh Gott, jetzt muss ich das normal machen. Alles normal machen. Unglaublich. So. Oh, guck mal da. Eine Rune. So, hier bin ich eben runtergejumpt. So, wo ist jetzt meine... Da. So, und wo ist jetzt der nächste? Wo ist der nächste? Hm. Überlebt mein Pferdchen das? Von hier? Wie war denn das jetzt noch? Ach komm, Pferd, das überlebst du doch, oder? Ich meine, eben war ich ja nicht so richtig. Okay. Stell dir mal vor, da ist so ein No-Death-Run Elden Ring. Und man ist in so einer Situation. Ich weiß genau, dass man da runterkommt. Ich war da ja auch schon. Obwohl ich hier zwei Items gefunden hatte. Guck mal hier, was ist denn das noch für ein Eingang? Vielleicht von der Seite. Ja, das könnte es sein. Aber ich muss ja meine Seelen zurückholen. Das heißt, ich muss auf jeden Fall mal den alten Weg noch gehen. So. Möglich sein, dass man da runterkommt. Ja, so, wo war jetzt das andere Loch, was ich da noch gesehen hatte? Ach nein, der schon wieder. Den hab ich keinen Bock. Ich habe ja schon das gute Schattenbaumfragment, habe ich dem ja schon entrissen. So, warte, warte, warte. Hier. Guck mal. So sieht das nämlich aus. Okay, so, jetzt habe ich den Weg gefunden.
Was habt ihr hier für ein Ritual? Für ein okkultes, satanistisches Ritual vollzogen. Schluss damit. Ja. Hier ist, guck mal, siehst du, da ist die geöffnete Truhe. Hier war ich nämlich schon. Ich weiß, dass ich hier war. Aber wir haben zwei Items gefunden, die wir vorher nicht hatten. Deswegen hat sich das komplett gelohnt. Aber müssen jetzt auch nicht mehr, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau, wo es hier überhaupt hinging. Da ist eine Leiter raus. Ah, jetzt weiß ich wieder. Ja, da gibt's dieser Brunnen. In dem Dorf. Ja, genau. Und da gab's auch noch eine Stelle, die ich noch nicht erkundet hatte. Jetzt weiß ich's wieder. Und in dieser Burg war dieser komische, nackte Mann mit dem Lendenschutz. Alle waren tot, bis auf diesen einen Typen. Warum auch immer, der da so rumlief. Den habe ich drei, ich weiß nicht, ob es dreimal derselbe war oder ob es drei Brüder waren, jedenfalls kam der hier ständig. So, genau. Und das ist nämlich hier dieses Dorf. Und ich dachte, dass ich hier noch ein bisschen möglicherweise was zu erkunden hatte. Da gab es nämlich hier diesen Brunnen. Und irgendwas war hier noch. Glaube ich. So dunkel hier. Da muss dann gleich diese Brücke sein, genau darüber. War hier nicht noch irgendwas sein? Irgendwas? Ich dachte, er hätte auch noch einen Weg nicht genommen. Hier war das ausgetrocknete Flussbett. Genau. Wie die alle am Rumjammern sind, oder? Da, der hier. Der große Herrscher. Ich weiß nicht, was es mit ihm auf sich hat. Aber der wohnt hier, also der Einzige, der noch lebt. So. Aber ich wollte das gar nicht machen. Aber die haben angefangen. Ey, warte mal. Der leuchtet. Aber der hatte keinen Topf auf dem Kopf. Topf auf den Kopf. Ja, irgendeine Geschichte muss mit diesem Typ auch noch. Irgendwas. Hat's mit dem auch noch auf sich. Aber was? Ach, ohne neune. Muss ich machen, sonst fallen die in den Rücken. So, hier geht's auch noch rüber. Oh, wie die knatscht. Man hat ja bei Souls-Spielen immer die Angst, dass die Brücke bricht, weil eine Brücke ist, geht immer kaputt. Nochmal lang. Oh. Ach. Ach, die sind ja so ekelhaft. Oh, diese kleinen ekelhaften Härchen und so auch. Es ist. Ey, hör auf. Okay, jetzt spätestens. Jetzt bin ich. Okay, jetzt spätestens jetzt bin ich richtig sauer. Oh, da ist ein Loch in der Wand. Mosquito Oxel, vielen Dank. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Das ist neu. Ein Loch in der Wand. Ein Loch in der Wand. Da gehen wir mal rein, auf jeden Fall.
Ganz kurz mal hier an die Seite gucken. Das ist neu, das ist neu, das ist neu. Okay. Da gehen wir jetzt rein. Ich muss mir angewöhnen, immer wenn ich irgendwo nochmal zurückkehren will, muss ich da eine Markierung hinsetzen, sonst vergesse ich das. Das ist einfach zu umfangreich, ist zu viel. Ja, guckt euch das an. Okay, das ist wieder so eine Topfwelt. Ja, gut. Oh ja. Und diese Ekelhaftigkeiten laufen mir auch die ganze Zeit rum. Ey! Irre? Okay. Ah, diese Klopsklöße. Eins nach dem anderen. Habe ich dich leider entdeckt. Warst du zu langsam? Ich muss sie leider erlösen, weil ich mir so besser merken kann, wo ich schon überall war. Wobei das hier noch relativ einfach ist. Wir kommen ja von da oben und schreiten die Kerker ab. So, was ist hier? Da kommen wir wahrscheinlich von unten hoch. Und haben dann einen Shortcut. So hoffe ich. Was ist mit den Töpfen? Kann ich da raufspringen? Oh ja, stimmt. Kein Topf in der Nähe. Entschuldigung. Muss leider sein. Ist alternativlos. Machen wir das einmal. Da kommen wir von hier nicht hoch. Oh, das ist ein etwas größerer Raum. Hallo? Ja, okay, ihr habt euch alles kalt. Oh, ist das ekelhaft, dass du einfach an mir nagst. Finde ich nicht in Ordnung. Was? Ey, was ist das denn? Wieso lebst du? Was war das denn? Hallo? Ich war mir relativ sicher, dass der mein Schwert geschmeckt hat. Was war das denn? Da muss ich jetzt ein bisschen achtsamer sein. Okay, da geht's runter. Ja, selber schuld, die hat mich angegriffen. Das ist interessant. Also hier geht's runter. Ich gehe natürlich runter. Ist ja klar. Boah, das ist schon wieder ein riesen Dungeon. Hallo, 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 hallo. Oh, die sind richtig zäh. Tschüss. Oh, diese Waffe, ich liebe diese Waffe so sehr. Kann man gut Pfeile mitmachen mit diesen Bestienknochen. Klassischer Nils wäre jetzt wieder in die Richtung zu laufen, aus der er gekommen ist. Ihr könnt mich einmal reinlegen, aber nicht zweimal. Wir brauchen eine Rune, das ist alles. Mehr ist hier nicht zu finden. Lucifer, vielen Dank für die netten Worte, habe ich gelesen. Ist angekommen, vielen Dank.
Ey, der hat sich... Guck mal. Was ist denn mit dem? Der hat sich versteckt. Na, jetzt gibt er mir noch einen. Obwohl er schon am Ende war. Die sehen aber auch... Guck euch das mal an. Wie viel Geglibber der da so. Vogelfedern und so. Ach. Okay. Ja. Jetzt ist die Frage. Ich glaube... ich glaube, ich kam von hier. Und dann nehme ich jetzt nochmal den anderen Weg. Einmal kurz prüfen. Nee. Na, habe ich nicht mehr. Au. Die sind richtig... Können richtig viel ab. Die haben auch keinen hinten und keinen vorne, ne? Also die sind überall. Wehrhaft. Na komm. Überall diese Ekelhaftigkeiten. Wieso haben die überhaupt so viele Vögel im Bauch? Da kommen doch keine Vögel, das können höchstens Fledermäuse sein, die hier leben. So, den anderen Gang, das war ja der Gang, aus dem ich kam. Also ich muss hier lang. Oh, also diese ganzen Knochen. Durch das mal an. Oh. Das sieht nice aus, so von der Lichtstimmung, oder? Guck dir das mal an. Wie geil das einfach aussieht, wie der da lang marschiert. So, ich. Wahrscheinlich wäre hier sogar mein. Ah, das geht. Macht okay, ausreichend Schaden. Aber eigentlich hätte ich gedacht, dass. Meine Keule hier auch wieder ganz gut wäre. Der ist über mich rüber. Über mich rübergerollt. Oh nein, die kleinen Töpflinge. Hauke! Hallo Hauke! Wie geht's? Wie steht's? Grüße nach Japan. Vielen Dank für den Raid. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr da seid. Huch! Da gerade im Chat ein schönes Lob, was auch an Hauke geht, für Pen & Paper bekommen. Warum? Schön, da kommst du genau recht. Spinning Move. Kommst du genau rechtzeitig. Bist du noch da oder bist du direkt? Hast du was zu tun? Wahrscheinlich jetzt in Japan gehst du jetzt irgendwo aus, ne? Jetzt ist doch wahrscheinlich so die Zeit, wo du dich mit Freunden triffst in einer Bar. Oder du spielst hier diese komischen Automaten, die da alle spielen. Wie heißen die noch? Den Namen vergessen. Arbeiten, er muss noch was machen. Ah ja. Ja, aber schön, dass ihr da seid. Wir spielen Elden Ring. Ihr habt nur gequatscht, oder? Ich habe rumgeguckt, da gab es Just Chatting bei euch. Und wir spielen, wie ihr seht, Elden Ring. Wir sind in einer tiefen, dunklen, gefährlichen Höhle. Wo es von Gegnern nur so wimmelt. Ja, ganz genau.
die einen hinterrücks einfach anspringen. Hinterlistig sind die. Oh, wie schnell die auf einmal auf den Beinen sind, ne? Wenn die einen wittern. Komm ich da nicht rauf? Das sieht mir eigentlich so aus, als wenn man da raufkommen müsste. Aber ist nicht so. Das sieht doch wirklich aus. Naja, das soll nicht sein. Was ist hier mit der Leiter? Oh, die funktioniert. Guck mal. Guck da unten. Hat nur darauf gelauert, dass ich da die aus dem Topfkammer gekrochen. Und hat einen Klops bewacht. Diese Höhlen sind immer sehr, sehr groß, diese Topfhöhlen. Und man hat auch direkt einen anderen Bezug zu diesem kleinen Topfling, den man in dem Dorf der Töpfe getroffen hat. Der war so freundlich, aber hier ist ja alles nur Ekelhaftigkeit. Boah. Hup. Ist da irgendwas noch drauf? Nö. Jetzt muss ich mal ganz kurz versuchen zu verstehen, wo ich bin. Ich schätze mal, da oben kam ich her. Wir haben auf jeden Fall einige Abzweigungen nicht genommen. Die Frage ist, ob das wichtig ist, dass wir nochmal zurückkehren. So, er ist hier der Vorarbeiter, der kriegt zuerst einen von Latz. Ich muss das machen. Ja, sie sehen jetzt hier friedlich aus. Sie trauern ja nur und so. Was war das denn? Hallo? Da, in den Schatten, siehst du? Das meine ich. So, wenn man die nämlich in Ruhe lässt, dann kommen die aus den Schatten und nagen einen an. Ist das nicht ekelhaft? Ich meine, die beißen einen. So, und deswegen kann ich hier leider niemanden verschonen. Das ist dann selbst verschuldet, muss man einfach so sagen. Ja, hier, guck, da ist er wieder. Geiert nach mir. Mit seinen gierigen, untoten, kalten Händen. Die Zelle ist zu. So, wer will mich jetzt wieder aus den Schatten heraus behelligen? Niemand. Traut sich keiner, okay. Oh, er hier. Es tut mir sehr leid. Was hat er hier gelesen? Ich würde gern wissen, was das für Texte sind. Guck mal, da sitzt ja auch noch einer. Müssen sehr langweilige Bücher gewesen sein. Okay. So, jetzt kann ich über die Töpfe hier weiterkommen. Das ist das Dümmste, was mir je passiert ist. Oh Gott, das ist mit Abstand das Allerdümmste. Ach Gott. Ah, diese Überheblichkeit. Oh. Das ist so unnötig und der Weg ist so weit. Aber wisst ihr was? Es ist insofern zu verschmerzen, als dass ich immer auf diesen Topf hier wollte. So.
und gucken wollte, was hier ist. Ah, ja. Einen Spratzmann. So, Arsch. Ich sehe es einfach positiv. Ich wollte eh hier mal rein. Seht ihr? Guck mal. Ich wusste, dass es passiert. Trotzdem erschreckt man sich. Ah, die verstecken sich überall. So. So nämlich. Das hat sich doch im Nachhinein gelohnt. Nils, triffst du eigentlich Freunde in der Freizeit? Oder eher so einmal im Monat und sonst Papa-Sachen? Ja, klar treffe ich Freunde, aber eher so einmal im Monat. Die Zeit. Sie ist so knapp bemessen. Okay, warte mal. Jetzt muss ich mit dem Fahrstuhl wieder hoch, oder was? Ist das alles? Man muss immer mit dem Feind rechnen. Okay. So. Fahrstuhl. Jetzt haben wir das zumindest hier mal untersucht. Bitte wieder hoch. Bin ich glücklich? Jetzt weiß ich, was hier ist. Okay, dann lass mich mal schauen, durch welches Loch sind wir denn gesprungen? Gab es hier nicht mehrere? Wir sind auf jeden Fall durch diesen Bottich. Ich glaube, es ist doch der einzige. War das hier, wo diese drei Nagetiere waren? Da. Was sagt ihr denn jetzt? Der hat sich da durchgestolpert. Guck mal, oh Gott, der wurde gefoltert. Was hat er verbrochen? Zu langsam. Beziehungsweise er war zu schnell. So, hier sind wir durch. Boah, wisst ihr was? Das ist ein verdammt langer Weg. Warte mal. Hier waren wir noch nicht. Einen der beiden Wege haben wir noch nicht gemacht. Den hier. Ist gut. In jedem Scheitern liegt auch eine Chance. Ja, ich hänge fest. Mama Schwein ist auch wirklich sehr, Schwein sag ich schon. Ratte ist sehr sauer. Komm ich da ran? Na, wo ist die Falle? Wo ist die Falle? Wo ist die Falle? Ich kann nicht glauben, dass hier keine Falle sein soll. Was erwartet uns hier noch an? Oh, da geht's wieder hoch. Okay. Das war, glaube ich, die. Ah ja. Und schön über seine Zunge rüber gesprungen. Hat er nicht mit gerechnet. So, hier haben wir wieder ein Item. Guck mal, Leute, das hätten wir sonst alle. Oh, geil! Guck mal. Das hat sich doch super gelohnt. Das hätten wir vielleicht alles verpasst. Wenn ich den Alternativweg nicht noch genommen hätte. Ist das.
Das ist der Raum ganz am Anfang, oder? Wo ich noch gesagt habe, hier kann man raus. Ich glaube, da waren wir schon. Kommen wir da oben her? Ja, ne? Dann ergibt es schon Sinn, jetzt die Leiter wieder runterzunehmen. Den Weg zurückzulaufen und ich werde mich zu 100% verlaufen. Die falsche Abzweigung nehmen. Ich weiß, dass es passiert. Könnt ihr euch jetzt schon mal drauf freuen. So. Gleich ist es soweit. Gleich werde ich mich verlaufen. Warum? Warum ist es passiert? Warum leben einige von denen noch? Was ist mit ihm los? Warum leben die? Warum? Warum sind die zäher als die anderen? Die wurden wahrscheinlich einfach nicht getroffen. Der lebt auch noch, guck mal. Boah, was für zähe Klumpen. Na gut. So, und jetzt ist nämlich genau die Situation. Jetzt geht's geradeaus. Und es geht links. Und ich weiß nicht mehr genau. Warte mal, meine Seelen sind eher in die Richtung. Ah ja, warte, hier ist eine Sackgasse gewesen. Genau, okay. Dann gehen wir jetzt hier lang. So. Ey. So. Meine Güte. So, das ist mir jetzt egal. Ich hoffe mal, da fällt nicht noch was von der Decke. Wir müssen nicht mit jedem uns jetzt hier anlegen. So, da ging es hoch, da ist aber Sense. Und hier sind wir dann runter und da ist diese andere Ekelhaftigkeit gleich. Wir können aber einfach durchrushen. Wir müssen jetzt nicht mehr mit jedem die Klinge kreuzen. Wir haben ja schon unter Beweis gestellt, dass wir mit Abstand die Besten sind. Deswegen lasse ich die jetzt leben. So, ja, ich glaube bei dem, ja, okay, lassen wir ihn mal. Ja, ist klar. So, Ach, scheiße. Er will einfach nicht hören. Der mir so barfuß hier ist hinterher gedackelt, kommt. So, und ich glaube, hier war einer von, hier war noch irgend so ein Fressbär, der da. Der wollte mich annagen. Der auch. So. Und jetzt sind wir da, wo wir unsere Seelen verloren hatten. Gleich. Ey, warte. Wer? Ey! Spratzbart Nummer 2. Unfassbar. Ja, okay. Die sind hartnäckig. Die wollen es wirklich wissen. So. Jetzt hier und gleich sind wir wieder... Ja, ich habe ihn schon wieder vergessen. Nagi, aha. Warum? Ich habe schon wieder vergessen, wie lang der Weg war. So, hier waren die Leseratten. Und da sind unsere Seelen. Bullseye fast.
Eieiei. So, das war mir wichtig, dass ich da jetzt nicht nochmal daneben springe. Aber nochmal, es war richtig gut, weil ich dadurch vermieden habe, den ganzen Weg nochmal zu gehen. Oh, ich habe gar keine Dings mehr. Wobei ich Shinryu vermieden habe, ich glaube, mein Satz war nicht beendet, dass wir den ganzen Dungeon nochmal machen, um diese alternativen Wege zu gehen. Das haben wir jetzt erledigt. Oh, ist da ein Boss drin? Irgel. Deswegen haben wir alles richtig gemacht. Keine Sorge. Jetzt habe ich aber so viele Seelen, dass es... Oh, natürlich. Natürlich bist du da. Nix, okay. So, jetzt haben wir so viele Seelen dabei, dass es natürlich jetzt sich lohnt, die immer wieder einzusammeln. Ich weiß ja nicht, was für ein Boss jetzt kommt. Aber. Wenn wir da jetzt mehrere Anläufe brauchen. Ist das schon nicht so schlecht, die immer wieder einzusammeln. So, wie sind wir denn ausgestattet? Dieses Schild könnten wir auch nochmal probieren. Ansonsten ist das, glaube ich, alles okay. Ja, das ist America's Statue, ich weiß, aber das Ding ist, dass, oh fuck, das ist die Dunkelheit. Okay. Ich sehe dich. Oh nein, das ist so ein Tänzerboy. Okay, das, dieser Spaß hat gar nichts gemacht. Warte, wir waren noch nicht so weit. Jetzt macht er wieder einen auf geheimnisvoll. Oh. Nein, du Rattengesicht! So. Dieser schnelle Lurch. Flugklingen Mira. Ja. Das ist natürlich sehr feige, sich da in der Dunkelheit zu verschanzen. Aber ich glaube, jetzt haben wir ja alles. Tatsächlich. Das ist auch ein gutes Gefühl, dass wir jetzt nicht nochmal zurück müssen, um irgendwelche Gänge zu erforschen, die wir noch nicht uns angeguckt hatten. Dann können wir jetzt ruhigen Gewissens hier raus, nehme ich mal an. Geh nochmal zum Aufzug zurück. Okay, das können wir machen. Zu welchem? Zum ersten oder zum zweiten? Warte mal. Komme ich über. Der war auf der Brücke, ne? Ich komme hier gar nicht hin. Shit. Der war auf der Brücke da hinten, ne? Ich bin hier runter. Ich komme da gar nicht mehr rauf. Ich glaube, ich komme hier nicht rauf. Ich glaube, ich müsste dann komplett. Ja, das wird alles nicht funktionieren. Selbst von da würde ich da nicht raufkommen. Selbst von diesem Käfig aus, wenn ich da. Nope. Mein Pony darf ich auch nicht rufen. Okay, dann müssen wir nochmal zurück zum Eingang. Und dann die Reise nochmal beginnen. Ja, okay, dann laufe ich da. Das wird natürlich dann jetzt wieder... Ich hoffe, das lohnt sich. Ich hatte mich schon so gefreut, dass ich ja nicht mehr durch muss, genau.
Hast du einen Reisetipp mit zweijährigem Kind? Ostsee. Ja. Ich weiß ja nicht, wo du wohnst. Ehrlich gesagt. Bauernhof. Bauernhof ist auch immer gut. Wie viel brauche ich denn jetzt? Was habe ich gesagt? 1000 oder sowas? Du hast selber einen Bauernhof. Ja, gut. Dann musst du ja nicht in Urlaub fahren. Bleiben wir jetzt bei Stärke? Oder gehen wir nochmal mit Arkan hoch? Ne, Arkan bringt mir gar nichts mehr, ne? Ne, komm, wir gehen auf Stärke. So, jetzt laufe ich da nochmal komplett den ganzen Weg runter. Wir haben zum Glück keine Seelen, die wir in irgendeiner Form verlieren können. Das ist dann auch gut. Dann können wir jetzt hier. Nee, lass, ich will einfach an dir vorbei. Ich habe gar kein Interesse an dir oder deinen Machenschaften. Ich laufe an allen vorbei. Auch an die ganzen Nagern hier. Tschüss. Warte. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz. Oh, ich hoffe, ich bin hier lang. Ich hoffe, das war hier. Nee, warte, hier kommen. Warte mal. Hier kommen die Ratten. Dann war es die andere Richtung. Oh Gott, die Orientierung ist hier so schwierig. Da muss es hoffentlich hier lang gewesen sein. Ja. Yep. Auf ein unsichtbares Signal hin lassen die sich alle synchronisiert im Gleichklang von der Decke plumpsen. Ergibt ja auch Sinn. So. Schnellen Fußes. Komm, diesmal nehmen wir uns diese hier auch mal mit. Tschüss. Ich lasse euch alle in Ruhe. Dafür dürft ihr noch einen weiteren Tag leben. Bis der nächste Abenteurer kommt, der nicht so gnädig ist wie ich. Wie der einfach da durchläuft. In der Hoffnung, dass ich ihn nicht sehe, oder was, ist sein Plan. Das müssen wir jetzt machen. So, ich glaube, da kommt gleich noch einer. Vielleicht auch nicht. So, hier ist erstmal Hans Nagemann. Den müssen wir auch nochmal kurz platt machen. Wissen alle, was passiert, wenn ich das nicht mache? Okay, da ist der zweite. Den nehmen wir auch mit. Immer das Gleiche, ne? Okay, dann geht's hier. Nee, das weiß ich doch. Hier sind die Leseratten. Der Buchclub. So, hier ist der erste Aufzug. Oh Gott, ey, jetzt habe ich echt Respekt vor diesem Aufzug. Es war aber der zweite, der da hinten oder was? Oder jeder was? So. Okay. Oh, so knapp. Oh, Spratzbart. Nein, warte. Nee, warte. Ganz ruhig. Okay, da fehlte ein bisschen die letzte Souveränität. So, du hast mich verpetzt. So, jetzt sind wir aber da, wo wir hin wollten. Gucken wir nochmal, was hier noch ist. Weil hier
Ist jetzt Point of No Return? Guck mal, das, aber das ist doch der Aufzug, oder nicht? Dieser hier. So, warte, warte. Olaf. Olaf. Hier ist der Aufzug. Wo ist denn mein... Hallo, ich rufe dich. Ich rufe dich. Da ist er. Okay, jetzt muss ich natürlich mal schauen. Vielleicht fährt er einfach ein bisschen höher noch. Oh! Schaut mal einer an. Hallo Leute, ich muss leider... Guck mal, die haben diese Figur beweint, die da liegt auf dem, auf der Guillotine. Oh! Oh! Wow! Die sieht aus wie der Rittersmann bei Dark Souls. Oh, geil. Bisschen wie Saruman. Nee, Sauron meine ich. Oh, die sieht nice aus. Die wiegt halt gar nichts, ne? Das ist wirklich 1:1 Sauron. Leider. Ist die nicht so wehrhaft. Also da kann man sehr viel Gewicht sparen, nehme ich mal an. Aber die ist natürlich deutlich schlechter. Aber ich probiere sie mal aus, weil sie schön aussieht. Sind immer noch bei mittlerer Last. Okay, die sieht schon geil aus. Das ist halt wirklich original Sauron. Die gefällt mir. Sehr grazil auch, ne? Hi. Stark, danke. Okay. Noch ein Item. Oh, das gehört dazu wahrscheinlich. Das ist der Raum, durch den wir durchgelaufen sind, oder? Oder? Ja, da sind die drei Küken. Da links sind wir durch. Was haben wir denn da jetzt für ein Schild bekommen? Rache der Nacht entfesselt die Dunkelheit der Nacht voller magischer Macht. Wird das Talent direkt nach dem Blocken eines Angriffs eingesetzt, wird dessen Macht absorbiert, um die Stärke des Talentes zu erhöhen. Oh. Das klingt schon sehr geheimnisvoll. Hehehe. Und dazu das heilige Schwert, was inhaltlich eigentlich gar nicht mehr passt. Okay, gefällt mir gut. So, Freunde. Unser nächstes Ziel muss es sein, da hier diesen Bereich zu bereisen. Es gibt so viele Sachen, die man hier übersehen kann. Die Welt ist so voll. Das ist unglaublich. So viele Geheimnisse. Ich habe mit Sicherheit auch 1000 Sachen verpasst. Es gibt ganz oft die Situation, dass es so Abzweigungen gibt und ich gehe dann ein und sage mir dann, oh, warte mal, ich muss aber nochmal zurückkommen, um mir die andere anzusehen. Und dann ist da irgendwas.
an dieser Abzweigung und ich vergesse es. Aber wir haben natürlich immer noch hier unten den Baum, den wir dann früher oder später verbrennen müssen. Ich würde aber gerne alle Quests, die man dann nicht mehr machen kann, vorher erledigen. Und die Frage ist jetzt, wie komme ich hier rauf? Diese Ruine hier, ich glaube, ich auch noch nicht bereist. Hier sind ja auch noch so Sachen. Wir können noch mal. Weiß aber nicht, ob ich da hochkomme. Oder muss ich dann vielleicht einen weiten Umweg reiten? Ich gehe erstmal hier hin und dann gucken wir mal im Westen. Das Rätsel im Norden ist schwierig. Ja, das müssen wir dann. Das ist ein dummes Rätsel im Norden. Also, wenn das so eines dieser Rätsel ist, wo man nicht alleine wirklich drauf kommen kann, dann bin ich natürlich auch immer bereit, Hilfe anzunehmen. Ist ja klar. Hallo? Gehen wir direkt in den Westen. Ich will noch mal einmal probieren. Was wollt ihr tun? Nichts könnt ihr tun. Das ist schon ganz nice. So. Hier gehen wir noch mal in den Westen. Ja, diese Geier wieder, die lalalala. So, warte mal kurz. Hier will ich rauf. Nee, hier geht's nicht so ohne weiteres rauf. Wahrscheinlich muss ich von der anderen Seite. Die Schlucht ist zu hoch. Ich reite das mal. Ja, euch ignoriere ich. So, hier immer schön an der Klippe lang. Die flacht da ab, aber weiß nicht, ob ich von der Seite da hinkommen, wo ich hin will. Ah. Hier ist ein Durchgang. Guck mal einer an. Warum? Was soll das denn? Bin ich hier rausgekommen seinerzeit? Das war jetzt etwas seltsam. War das der Beginn? Da kam ich raus, oder? Aber da geht's ja trotzdem, ich komme ja trotzdem noch irgendwie dahinter. Hier. Was ist denn?
Ich dachte, hier wäre eine Lücke, aber ist es nicht. Hallo, 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 hallo. Den müssen wir auch nochmal. Den müssen wir uns auch nochmal kümmern. Vielleicht können wir von der anderen Seite, dann von hier. Jetzt muss ich über das rote Gebiet und dann komme ich hier rauf. Von der Seite. Was haben wir denn hier für ein... Gehen wir mal dahin. Also, ich versuche jetzt mal nach Osten. Ne, nach Westen, Verzeihung. Einfach hier durch. Hier war auch eine Schaurigkeit, die wir schon besiegt haben. Einfach nach Westen. Das ist auch eine sehr unfreundliche Gegend. Die Blumen sehen wunderschön aus, passen auch zu meiner schwarzen Rüstung. Aber trotzdem eine sehr unfreundliche Gegend. Den haben wir auch noch nicht gemacht, guck. Den Feuerknaben. Kriegen wir den so, dass wir dem immer in die Ferse kloppen? Oder ist das einer von denen, bei denen das nicht geht? Oh, da geht's sogar hoch. Ja, hammergeil. Ich glaube, wir sind gar nicht so schlecht hier. Au, Pferdchen, au. Ich hoffe mal, der bricht gleich mal zusammen. Müssen wir auf beide Füße achten. Wenn er anfängt, die Füße zu heben und einen Stampfer zu machen, muss ich natürlich bereit sein zu springen. Ey, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier Schaden mache. Hatten wir nicht schon mal die Geschichte hier? Normalerweise sieht man immer einen Schadensbalken, bei dem nicht. Ich glaube, oder? Sehe ich dann Schadensbalken? Ja, ein bisschen. Ah, okay. Aber ich mache gar keinen Schaden. Ich mache hier wirklich null Schaden. Ich glaube, dass ich... Nee. Ich glaube, das klappt bei dem nicht. Das muss irgendein anderes Geheimnis geben. Bei dem, also bei den anderen habe ich wenigstens Schaden gemacht. Ne, jetzt hör mal auf, mich zu beschießen, bitte. Oh Gott, der hat auch so eine... Das ist einfach frech. Sehr, sehr frech. So. Ja, aber meine Route ist im Grunde richtig. Entlang. Das war das, was ich mir angucken wollte. Okay, habe ich jetzt nicht gedacht, dass das solche Ausmaße annimmt. Saurons Rüstung kann ja auch nichts ab, ne? Können wir uns hier mal in Ruhe umgucken? Wer hat daher? Also. Na, jetzt. Ich darf mir leider nicht mal die Karte angucken. Nee, das wird nicht funktionieren.
Er ist original immer noch hinter mir her. Das ist ein Witz, ne? Reverend Blue Jeans. Gelabelehr. Blarkeks. Danke für den Support. So, jetzt darf ich mir die Karte angucken. Das muss doch hier irgendwo hochgehen. Rechts von mir. Warte, da hoch. Hä? Einfach nur besser nachdenken zu können. Oh, du Zappelbiest! Hör auf! Die machen mich so aggressiv. Meine Güte. Dass sie einfach nicht aufhören zu strampeln, das ist... So. Also. Pass auf. Eines Tages werde ich den Trick finden, wie man diese nervigen Feuerriesen platt macht. In der Zwischenzeit versuche ich zu checken, wie es jetzt hier weitergeht. Kann der mich bitte diesmal nicht entdecken? Hier ist Feierabend. Oh Gott, hat er mich jetzt im Visier? Er sucht nach mir, oder? Hahaha, hi. Haha. Ich möchte nur in Ruhe umschauen. Warum kann er mir das nicht gönnen? Warum muss er so sein? Ich glaube, ich muss irgendwas da reinschmeißen. Deswegen kann man auch so oft quasi über den rüber, also auch hier, wenn er dann unter mir steht. Irgendwas muss man in seinen Schlund schmeißen. Aber ich weiß nicht, was es ist. Ich habe schon einen großen Eistopf und alles probiert. Jetzt kann ich mir wieder nicht die Dinger angucken. Das nervt so hart. Ich will mir die Karte angucken, um zu checken, wo ich hin muss. Jetzt hat er wieder die unendliche Reichweite des Feuers für sich entdeckt. Oh, es nervt. Ich muss einen Weg finden. Vielleicht bin ich auch hier falsch, aber... Großen Messmatopf, ja. Jetzt hängt er da. Oh, der kann mich nicht von da hinten abschießen. Das kann er nicht ernst meinen. Das kann er einfach nicht ernst meinen. Der hat einfach eine Reichweite über die gesamte Map. Shit. Das ist einfach nur eine Frechheit. Von hier kann ich irgendwas machen, aber ich weiß nicht was. Hör auf jetzt. Hör auf jetzt. Das ist sonst mein Ende. Wir wollen ja aufhören, mich... Ach, scheiße.
Also mir wurde schon mehrfach gesagt, dass mir der Topf fehlt, um die Typen platt zu machen. Wenn ich genau hier durchreite, aber da. Ich habe, glaube ich, diesen Topf leider nicht. Deswegen, ich muss, glaube ich, das Rezept finden, weil ich habe. Guck mal, das sind die Töpfe, die ich habe. Ich glaube, mir fehlt ein Rezept. Vielleicht sollte ich mir das mal suchen. Wir gehen da gleich mal hin. Ich habe keinen Bock, dass ich. Das braucht ja keinen Sinn. Wenn ich nicht gegen die antreten kann, vernünftig. Das habe ich dann irgendwo vergessen. Ist es im Startgebiet des Hauptspiels oder des Add-ons? Schwerer Feuertopf. Echt? Der ist das? Habe ich schon mal probiert, meine ich. Oder ist er? Wir probieren es mal. Oh Gott, jetzt geht's schon los. Nein. Es ist einfach so hartnäckig. Hör auf jetzt, mich zu verbrennen. Hör auf. Das ist der, den ich habe. Hat das irgendwas gebracht? Nein, 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 nein! Nein! Ah, ich habe vergessen umzuschalten auf meine Heilung. Ja, hat ein bisschen was gebracht, auf jeden Fall. Hat ein bisschen was gebracht. Aber ist nicht so ungefähr. Ja, toll, ich darf jetzt nicht. Da, jetzt darf ich was herstellen. Objekt. Oh, jetzt darf ich nichts mehr herstellen. Es ist zum Mäusemelken. Das kann ein etwas längerer Spaß werden. Er muss mir mal eben die Ruhe lassen, dass ich was herstellen darf. Lässt er mir einfach nicht. Der ist komplett irre. Der ist einfach komplett irre, der Typ. Macht auch alle Bäume kaputt. Das ist nicht richtig schäbig. Bäume sind unsere Freunde. Ja, so geht das ja nicht. Ich kann ja nicht jetzt jedes Mal abhauen. Könnte ein längerer Tanz werden. Aua. Sind hier wieder Geier unterwegs? So, kann ich jetzt... Nee. Nerv, 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 nerv. Wie weit muss ich denn von ihm... Abstand halten, dass ich endlich in Ruhe. So, nein, nein. Dann sterbe ich halt. Mir egal.
das gleiche spielen wir jetzt nochmal. Und dann schauen wir mal. Bis mir den Würzel verbrennt. So, okay. Da kommt direkt die nächste Ladung. Na klar, er hat die ja auch in Unendlichkeit. Hat ja auch einen Feuertopfkopf. Lächerlich. Das ist ein reines Geduldsspiel. La. Zu früh umgedreht. Oh shit. Hilfe. Erwischt er mich hier direkt vor seiner Nase? Habe ich jetzt. Ja. Das dauert einfach wirklich komplett ewig. Es ist eine Ewigkeit. Keine Flasks mehr. Oh, wir haben ihn. Oh, herrlich. Oh, endlich ist er hinüber. Oh, wie schön. Oh, du schöner Feuertopf. Oh, das ist ja wirklich. Was ist besser gegen die Eis- oder Feuertöpfe? Also normalerweise würde man ja auf die Idee kommen zu sagen, Eis ist gegen Feuer besser, ne? So, jetzt ist der weg. Eis macht Zero Damage. So, jetzt können wir uns ganz in Ruhe umschauen. So, guck mal, da unten eventuell oh, das war auch wieder ein quatschiger Sprung. Da ist halt das blaue Ufer. Ich habe die Töpfe, die von deren Maske gemacht sind, okay. So, jetzt kann ich ja auch nicht mehr kämpfen. Ich habe nichts mehr vorzuweisen. Bitte, liebe
Drachengeier, lasst mich mal in Frieden jetzt. Ich komme nicht, um euch was anzutun. Hab ich immer noch Aggro? Na. Boah, ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ich weiß ja nicht mal, ob ich überhaupt an der richtigen Stelle bin. Ich weiß so, dass wir jetzt den anderen Topf auch noch platt machen können. Der bei den Wölfen. Hm. Ja. Also. Wir müssen nach oben. Das ist sehr verwirrend. Also das hier... Man sollte ja eigentlich von der Zeichnung her, sieht das so aus, als wenn das hier weiter oben ist. Das, wo ich jetzt drauf bin, das wirkt deutlich weiter oben als das andere. Für mein Gehirn zumindest. Weil das ist auch, die Striche gehen doch von dieser Wand aus. Es ist nicht eigentlich immer so, dass das, was oben ist, von da gehen die Striche runter. Aber hier ist jetzt... Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ich habe es dir schon zweimal geschrieben, sagt Christian. Ja, ich guck mal eben. Wo hast du was geschrieben? Ich guck mal kurz. Okay, also, du musst von Belurat aus dahin, du kommst von der Seite nicht rauf. Okay. Welches Bonfire ist das? Ist es hier? Ne, da kommen wir auch nicht hin. Muss ja, wenn, dann das sein. Alles andere würde ja jetzt nicht viel Sinn ergeben. Hallo. I don't feel it. It's broken. Kind Mikola's light is gone. But I stand tall. Together we work. Together. Mhm. For Mikola the kind. Mhm. Auf jeden Fall. I don't know what to do. Our mother abandoned her brood. She did not love us. We are her children. What should we do? Must we be sad forever? Nein, 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 nein. Lassen Sie es hinter euch. Seien Sie für immer traurig. Ich weiß es nicht. Ich würde ja mal sagen, lassen Sie es hinter euch. Weil ich will ja nicht, dass die für immer traurig sind. Lass mich mal kurz überlegen. Nee, man will nicht, dass die für immer traurig sind. Ich weiß, ich kenne die Konsequenzen nicht. Das ist halt bei so Souls-Spielen, da kann ja immer alles passieren. Aber ich weiß es nicht, ist lame. Das ist Quatsch. Was meint ihr? Was machen wir?
Ich tendiere ja dazu, die aufzumuntern und zu sagen, sie sollen es hinter sich lassen. Weil warum soll ich denen jetzt sagen, dass sie immer, das ist doch Quatsch. Oder, dass sie jetzt immer traurig sein müssen, das wollen wir doch eigentlich nicht. Also ich finde das erste jetzt besser. Maybe that's kindly Mikola's love. Love for all the unloved. Love to banish the pain. Siehste? Oh, I know. This is for you. The Forager Brood give their thanks. Oh, danke schön. Das ist aber nett. Das ist lieb. Yes. The unloved. Every single one of us can banish our pain forever. Ja. I like finding things for you, Lady Letta, her allies, and the Forager Brood. Brood. Things bring joy to all. I for you. Things. Okay, sehr gut. Was hat er denn eigentlich im Angebot für Köstlichkeiten? Eine Notiz mit wichtigen Informationen. Die habe ich wohl schon gekauft. Diese wichtigen. Ja, ansonsten brauche ich jetzt gerade nichts, glaube ich. Goodbye. Goodbye. So. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben ja noch eine Mission. Das muss ja dann hier hochgehen irgendwo. Ui. Guck mal, da ist ein... da ist ein Pfad. Kurz hier entlang. Ich habe hier kein Schwert. Bleib mir vom Leib! Meine Güte. Also. Wo führst du mich hin? In das Gargoyle-Territorium? Hey. Na. Na, gucken wir mal. Hallo Leute. Kennt ihr schon mein Schwert? Die Gabi? Oh, das wollte ich gar nicht. Das ist selber schuld, wenn ihr mich immer ärgert. So. Kostet zwar ein bisschen Mana, aber es ist immer wert, eingesetzt zu werden. Schau mal eine an. Das sieht doch fantastisch aus. Wieder was Neues entdeckt. Wo reiten wir zuerst hin? Sehr cool. Hahaha. Hallo.
wieder was ganz Neues entdeckt. Das Spiel hört nicht auf. Das ist krass. Es ist so groß. Das ist ein DLC. Das ist unglaublich. Topfmann. Ah, leuchtender Topfmann. Oh. Hi. Au. Stehen die mal wieder auf? Nee. Yes, 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 sehr gut. Vielleicht können wir nochmal wieder ein Upgrade demnächst bekommen. Das hat sich ja schon mal gelohnt. Boah, hier ist ja wirklich einiges noch zu finden. Mann, hey, das gibt's doch nicht. Okay. Was war das denn jetzt für eine Nummer? Warten wir hier alles mal in Frieden ab. Oder in Unfrieden, ist egal, Hauptsache abreiten. Ist da unten was? Jetzt haben die das überlebt. Wie haben die das denn jetzt überlebt? War nicht der Plan. So, jetzt gehen wir hier nochmal rechts in diese kleine Schlucht. Auch wenn ich da von oben nichts gesehen habe, aber wir gucken uns das alles mal an. Vielleicht ist hier doch noch irgendwas, aber nö, sieht nicht so aus. Auch keine Höhle. Wieder alles mit diesen Leichentüchern überdeckt. Schwere. Was ist das für eine Farbe? Was war das mal für eine Farbe? Purpur. Da hinten ist ein Haus. Gucken wir uns erstmal das Haus da hinten an. Da ist ein. Irgendeine dunkle Gestalt. Wird es auch was geben, oder? Ja. Achso, die ist gar nicht mehr am Leben. Oh, ist das noch ein Dingsbaum? Nee, ah, die verehrte Geisterasche, okay. Nehme ich auch. So. Fantastisch, großartig. Jetzt können wir da mal in dieses Haus da hinter uns. Warte, da oben haben wir noch nicht. Nee, warte, das ist. Na, egal. Ich dachte gerade, der hat zwei Hunde. Dann hätte sich das mehr gelohnt, dafür den Zauber zu benutzen, aber. Geil. So. Ah, hier ein freundlicher Johnny Boy. Hallo. Danke. Nett. Das sind ja meine Freunde. Obwohl die so ein bisschen grässlich aussehen, aber die sind wieder der lebende Beweis, dass man nicht nach dem Äußeren urteilen sollte. Wir haben nämlich mal einen von denen geholfen.
Dem war ganz kalt. Und dann haben wir ein Feuerchen neben ihm gemacht. Und dann ging es ihm wieder gut. So, jetzt gehen wir da rein. Ach, noch so einer. Okay, Stadtweitblick. Einstmals prächtig, jetzt nicht mehr. Das geht ja recht fix, ne? Zwei Schwerthiebe. Und die sind down. Wenn man hier früher hinreitet, dann hat man bestimmt mehr Probleme mit denen. Das ist eingestürzt. Von der Seite ist auch nichts mehr zu holen. Auf den Dächern kann natürlich auch immer wieder was sein. Sieht nicht so aus. Das ist zu, ne? Ah, da kommt man nicht rein. Gut. Dann weiter hoch. Ein paar Eichhörnchen. Ich denke jetzt, ich treibe sie irgendwo hin. So. Okay. Verzeihung. Was ist das denn? Okay, warte mal. Ganz kurz. Ja, warte. Ich verstehe, eure Wut ist komplett nachvollziehbar. Ich check nur gerade nicht, was mein Problem ist. Hab ich nicht genug davon oder was? Oh, ist der runtergefallen? Nicht runterfallen! Ah! Okay. Ja, das ging ja nicht hoch. Ich wollte richtig schön hier diese Prozedur unterbrechen mit meinem wunderbaren Schwertchen, aber ich glaube, ich hatte einfach nicht genug Mana. Deswegen hat er sich geweigert, das auszuführen. Fußball. Wow, ein Faden. Ich guck manchmal in den Chat, keine Sorge, aber auch nicht die ganze Zeit. Ich will mich nicht so zu sehr fremdsteuern lassen. Aber ich habe euch natürlich auf dem Schirm, keine Sorge. Oh, hier geht's hoch. Oh, das ist eine Kiste. Erbe der fremden Gottheit. Was machst du denn? Erhöht die Arkanenergie. Ah ja. So. Was ist hier denn noch zu finden in diesem alten Totendorf? Ah ja, okay. Wer weiß, vielleicht verbirgt sich hier irgendwo ein Geheimgang. Ich glaube,
Haben wir hier alles gefunden? Das war noch von dem Troll. Einer ist hier, glaube ich, runtergefallen. Da sind wir hochgekommen. Also, ich glaube... Da ist so ein Item. Dunkelschmiedestein, hier geht's auch nochmal runter. Die Tür dürfte verschlossen sein. Okay. Also, wir werden an der Stelle in diesem Dorf mal eine kleine Pause machen. Eine kleine YouTube-Pause. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war eine weitere Folge von Wilbald, der hier richtig aufräumt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Da gucke ich nämlich nochmal ein bisschen genauer um, ob ich hier eventuell doch was übersehen haben könnte. Aber wir haben ja so ein paar Sachen schon bekommen. Dann haben wir natürlich noch die große Quest vor uns, dass wir hier hinten... da noch hin müssen. Schauen wir, ob wir das finden. Und hier gucken wir uns dann nochmal ein bisschen genauer um, was hier noch alles so zu entdecken ist. Da haben wir noch hier auf jeden Fall noch nicht alles gesehen. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Leute.